Viel zu feiern gab es in Böhmichhausen-Nerda, denn neben einem neuen Feuerwehrfahrzeug, einem TSL-W, wurde auch mit viel Prominenz das neue Feuerwehrhaus eingeweiht. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, liebe Einwohner von Böhmichhausen und Nerda, sehr geehrte Gäste, zur heutigen feierlichen Übergabe unseres neuen Feuerwehrhauses und unseres neuen Feuerwehrfahrzeuges. Am heutigen Tage, der 4. Mai, möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen. Der 4. Mai ist nicht nur heute für uns der Feiertag, wo wir das Fahrzeug und das Haus übergeben, ist auch gleichzeitig heute der Tag unseres Schutzheiligen, dem St. Florian, und internationaler Tag der Feuerwehrleute weltweit. Ja, besonders begrüßen an diesem Tage möchte ich den hessischen Staatsminister Armin Schwarz, den Landtagsabgeordneten, ja, den Landtagsabgeordneten der CDU, Jan-Wilhelm Pohlmann. Den Landrat des Landkreises, hier war unser Landkreis, Waldeck-Frankenberg, Jürgen van der Horst. Dann den Hausherrn, hier unseren Bürgermeister Thomas Trachte. Vertreter der Gemeindeverwaltung überhaupt, hier namentlich den Oliver Ende. Die Ortsvorsteherin hier vom Ort Böhmichhausen, Wilma Saure, mit ihrem Ortsbeirat. Ebenso den Ortsvorsteher von Ort Nerda, mit Mitgliedern des Ortsbeirats, Jürgen Bangert. Dann in Stellvertretung für den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Waldeck-Frankenberg, den Herrn Eberhard Tinkelmann. Unser Gemeindebrandinspektor von Willingen und seinen Stellvertreter, einmal Jürgen Querl und Markus Schmitz. Dann die Kameraden, den Wehrführer und seinen Stellvertreter Hendrik Köttner von der Freiwilligen Feuerwehr Rena, die in der Vakanz, wo jetzt Nerda ohne Feuerwehrfahrzeug gewesen ist, haben die für uns den Brandschutz mit übernommen. Dafür auch nochmal herzlichen Dank. Dann den Vertreter der Baufirma, den Generalvertreter, den Herrn Klaus Grebe, der für den Bau des Hauses hier verantwortlich zeigt. Von der Firma Wuttig, den Herrn Finke, der die Ausstattung, oder die Firma Wuttig hat die Ausstattung für das Feuerwehrfahrzeug geliefert. Dann als Vertreter der Presse von der WLZ, der Herr Osterholt. Und der Mann, der mit der großen Kamera hier rumläuft, ist vom Eder Dampfradio, der Herr Olaf Dudek. Der filmt das Ganze hier. Ja, bevor wir jetzt zur Übergabe kommen, bevor ich jetzt an unseren Gemeindebrandinspektor übergebe, möchte ich gerne noch selber ein paar persönliche Worte sagen. Und zwar einen herzlichen Dank erstmal an den Bürgermeister und an die Gemeindevertretung, die das überhaupt möglich gemacht haben, dass wir heute hier das schöne Haus übergeben können und das Fahrzeug. Dann an das Bauamt, den Herrn Grötecke von Bellinghausen und auch nochmal an den Klaus Grebe. Also es war eine konstruktive Zusammenarbeit. Wir konnten Wünsche äußern für den Bau, was technisch machbar war und finanziell machbar war, konnten wir uns einmischen und wurden wir daran beteiligt und wurde auch so umgesetzt. Dafür einen schönen Dank. Ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Jetzt übergebe ich an den Gemeindebrandinspektor
Jürgen Kerl, der die weitere Übergabe dann leiten wird. Muss man gut machen. Ja, meine verehrten Ehrengäste, liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, ich darf euch heute zur Übergabe des Fahrzeugs und auch zur Übergabe des Gerätehauses die Grüße aller Oppländer Feuerwehren überbringen. Ich denke mal, so ein Tag wie heute ist in der Feuerwehrgeschichte sehr, sehr selten, dass man an einem Tag ein Feuerwehrfahrzeug und auch gleich das dazugehörige Gerät, das übergeben kriegt, dazu sogar auch noch eine neue Sirene im Ort. Also ich denke mal, dass hier die Gemeinde die Hausaufgaben gemacht hat. Wir haben hier rund 800.000 Euro investiert mit Fahrzeug und Sirene und Gebäude. Ich denke, das ist für so einen kleinen Ort eine stattliche Summe, die hier investiert worden ist, in den Brandschutz, in die Sicherheit unserer Bürger hier in Böhminghausen. Aber wenn ich mir das mal alles so angucke, wir haben ein Gerätehaus gebaut, was nicht irgendwo einen großen Schnickschnack hat oder keine großen Sonderwünsche hat. Wir haben einfach nur Standard gebaut. Und der Standard, was man da sehen kann, ist heute so teuer. Es ist leider so. Aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich auch auf dem Weg hierhin die Ausschreibung zwei, dreimal aufgehoben, weil es immer zu teuer war, aber es ist nach jeder Aufhebung auch nicht groß billiger geworden. Wir haben trotzdem, oder der Gemeindevorstand oder die Gemeindevertretung hat sich dann durchgerungen und hat gesagt, wir bauen es, weil hier in Böhminghausen auch wirklich, muss man sagen, auch nur Schrott war. Das alte Gerätehaus, wir können es uns dann angucken, es ist ja nicht weit hier weg, wenn man das jetzt sieht mit dem neuen, das war also schon eine Katastrophe und das Fahrzeug war auch nicht in Ordnung. Wir haben aber auch in der Vergangenheit hier so ein bisschen personelle Probleme gehabt am Ort hier auch in Böhminghausen. Es fehlte so ein bisschen an Ausbildung, es fehlte so ein bisschen auch an Mitgliedern. Und haben ja dann auch im letzten Jahr aufgrund dieser Tatsache die ganze Sache hier in eine Einsatzabteilung übergeführt. Die ganze Sache. Wir haben ja Nerda und Böhminghausen in eine Einsatzabteilung jetzt zusammengeführt. Und da kann ich nur sagen, das hat nicht die Politik gemacht, das hat die Feuerwehr gemacht. Und ich muss also wirklich sagen, das, was hier gemacht worden ist, die Zusammenlegung alleine, sowas harmonisch und reibungsloses habe ich also noch nicht erlebt. Alle haben den Ernst der Lage erkannt, worum es geht. Wir haben wenig Personal in beiden Ortsteilen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Personal, weil wir beide zusammengelegt haben. Aber die beiden Orte an sich, die beiden Wehrführungen untereinander, die Einsatzabteilungen, auch der Feuerwehrverein, alles hat dahinter gestanden und hat das so mitgetragen. Und ich bin also, muss ich ganz ehrlich sagen, stolz darauf, dass das alles so geklappt hat. Die Gemeinde hat jetzt ihren Teil auch dazu getan. Alle haben also ihr Versprechen gehalten. Jeder hat gesagt, ja, das machen wir und das machen wir. Die Kameraden haben sich weitergebildet. Die haben in den letzten Jahr fast 15 Lehrgänge besucht hier. Und ich kann also nur sagen, wenn es überall so klappen würde, wäre es gut. Was ich auch sehr positiv finde, weil auch hier Armin Schwarz aus der Landesregierung ist ja auch hier, Thema Landesbeschaffung von den Feuerwehrfahrzeugen, muss ich immer wieder sagen, ist gerade auch für die Gemeinde jetzt auch eine kostengünstige Sache, um ein Feuerwehrfahrzeug für so einen kleinen Ortsteil zu beschaffen. Wie das ja alle hier wisst, werden die Fahrgestelle ja vom Land beschafft, in einer großen Ausschreibung, da werden 100 Fahrgestelle gekauft und die Gemeinden brauchen dann also nur noch ihre Aufbau und darauf noch die Beladung. So hat das Auto jetzt für die Gemeinde im Endeffekt mit Beladung ungefähr 70.000 Euro gekostet. Dazu kommen nochmal fast 50.000 Euro fürs Fahrgestell. Also ich denke mal, das sollte weiter beibehalten werden. Sonst wäre das auch schwierig, das ganze Thema gerade für die kleinen Ortsteilwehren. Und wir haben uns ja alle dafür verschrieben, die kleinen Ortsteilwehren zu erhalten. Deshalb ist das auch eine gute Sache, dass auch sowas vom Land gemacht wird und auch gefördert wird. Da an dieser Stelle auch mal an die Landesregierung meinen herzlichen Dank. Ja, zum Gerätehaus möchte ich auch noch ein paar Worte verlieren. Also ich habe das so ein bisschen aus der Ferne mal mit begleitet, sowas in der Verwaltung war. Wenn es mal nicht weiterging, hat er mich eben angerufen und hat gesagt, muss man mit wem widersprechen. Das habe ich dann auch gemacht. Aber im Großen und Ganzen möchte ich auch mal Danke sagen ans Bauamt. Das hat wirklich gut geklappt, heimlich. Die ganze Geschichte hier. Wir haben also kurze Wege gehabt. Alles, was besprochen worden ist, ist umgesetzt worden. Und Klaus und dich und deine Mannschaft oder die ganzen Handwerker, die hier am Bau waren, haben also auch das so ausgeführt, wie wir es eigentlich haben wollten. Und was sich da oder was da entstanden ist, kann sich sehen lassen. Und an dieser Stelle an dich auch mal recht herzlichen Dank für die Ausführung. Ja, dann möchte ich mich noch zum Schluss bedanken. Natürlich, wie mache ich ja immer,
unserem Bürgermeister. Hat mir daraufhin auch gesagt, das Geld wäre jetzt alle, das könnte ich ruhig heute mal sagen hier. Ist auch alle, weil ich kriege das ab und zu mal mit, wenn dann über Haushalt gesprochen wird. Wir haben ja beim Finanzkonzept letzte Woche noch gesprochen und so weiter. Aber die Feuerwehr ist eigentlich immer, ja, oder wird immer gut behandelt, muss ich einfach sagen. Wenn wir irgendwelche Anliegen haben oder irgendwelche Investitionen getätigt werden müssen, ist das schon immer ziemlich eine einstimmige Abstimmung, wenn es um die Feuerwehr geht. Ich möchte auch den Herrn von der Gemeindevertretung, natürlich auch den vom Gemeindevorstand, sind ja auch verschiedene heute hier, auch nochmal herzlich Danke sagen für immer das offene Ohr, was ihr immer habt, wenn wir kommen und irgendwas brauchen. Aber im Endeffekt investieren ja wir alle in die Sicherheit unserer Bürger, nicht in die Feuerwehr. Wir sind ja nur die Bediener der ganzen Geschichte. Und ich hoffe, dass es dann auch personell weitergeht und dass wir auch wieder Nachwuchs kriegen. Und wir haben jetzt den Bedarfsentwicklungsplan fortgeschrieben und haben das ja alles mal analysiert ist und was sein soll und hin und her. Uns fehlen auf jeden Fall Leute und da brauchen wir auch keinen Hehl drüber zu machen. Das ist Fakt, das ist die Wahrheit und ich will einfach hier nur damit sagen, wir müssen halt nochmal Werbung machen für die Feuerwehren, dass wir die Jugendfeuerwehren stärken und dass wir dadurch auch wieder Einsatzkräfte in die Einsatzabteilung bekommen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche der Veranstaltung hier noch einen schönen Verlauf heute. Ich hoffe, dass wir alle noch gleich ein Bier zusammen trinken und vielleicht auch noch ein bisschen über die Feuerwehr diskutieren. Herzlichen Dank und noch einen schönen Tag. Danke, lieber Achim. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden aus Grömichhausen und Nerda, liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden aus der Großgemeinde, liebe Ehrengäste. Es ist mir eine große Freude, dass wir heute hier einen solchen Anlass zum Feiern haben, dass wir hier in Böhmichhausen ein neues Feuerwehrhaus seiner Zweckbestimmung übergeben und auch ein neues Feuerwehrfahrzeug feiern können, das wir beschafft haben. Das ist schon sehr außergewöhnlich, dass zwei solche bedeutenden Dinge zusammenfallen. Und insofern ist das heute hier schon ein ganz toller Tag. Ich sage das aber auch deswegen aus ganzem Herzen, weil ich weiß, der Jürgen Quell hat es vorhin kurz angedeutet, weil ich weiß, wie lange wir hier an dem Thema in Böhmichhausen gearbeitet haben. Also ich habe mich im Jahr 2004 für das Amt des Bürgermeisters beworben und als ich so auf meiner Tour hier durch die Ortsteile war, im Jahr 2004, vor 20 Jahren, da hat man hier schon in Böhmichhausen dieses Anliegen vorgetragen, dass die Feuerwehr unzureichend untergebracht ist. Und wir haben uns damals schon vorgenommen, an dem Thema zu arbeiten. Und wenn ich mir so überlege, in den ganzen 20 Jahren, was da so alles angedacht worden ist hier in Böhmichhausen. Wir haben mal an dem Haus rumgebastelt, gedanklich, wo er untergebracht war. Dann kam irgendwann mal hier dieses Haus ins Gespräch, was zum Verkauf stand. Da hatte ich dann die Idee, das Haus zu kaufen und umzubauen als Feuerwehrhaus, dass wir dann nicht so furchtbar viel Geld investieren müssen. Das ging dann aber so auch nicht, bis wir dann irgendwann diese Pläne entwickelt haben und die Umsetzung dieses Projektes dann in Angriff genommen haben. Ich weiß noch, Wilma, auf irgendeiner Wanderung, da sind wir in Eimelroth unterwegs gewesen, da warst du bei, da fing es an zu regnen und da haben wir unter einer Unterführung Schutz gesucht, haben da gestanden, da haben wir noch drüber gesprochen, wie wir dies nun jetzt hier in Böhmichhausen hinkriegen und die Engpässe, die wir hier haben, lösen, das ist auch schon viele Jahre her. Also insofern muss ich sagen, ist das schon eine tolle Sache, dass die Kameradinnen und Kameraden hier aus Böhmichhausen und Nerda so viel Geduld mit uns hatten, dass wir mal vorwärts gekommen sind und diese Sache hier dann auch zur Realisierung gebracht haben. Dafür muss man sich auch mal bedanken, denn ihr habt schon Geduld gehabt, aber auf der anderen Seite, denke ich mir, hat sich die Geduld auch gelohnt. Für den Gemeindevorstand ist es tatsächlich so, und ich weiß, dass es so ist, das ist für alle politischen Gremien, spreche ich da, sind die Feuerwehren eine ganz wichtige Institution. Auf ehrenamtlicher Basis wird eine Pflichtaufgabe der Gemeinde erfüllt. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit und mit welchen Problemen wir da in der Zukunft zu kämpfen haben, hat der Jürgen Quell angedeutet. Wir brauchen Personal und weiterhin engagierte Menschen, die bereit sind, unentgeltlich sich für diese großartige Aufgabe und für diese große Aufgabe und auch letztendlich gefährliche Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Im Obland ist es nicht anders wie anderswo. Wir haben Personalprobleme, aber wir tun alles dafür, um dem zu begegnen, indem wir dann eben auch für die erforderliche Unterbringung und Ausrüstung unserer Wehren nach unseren besten Möglichkeiten sorgen. Die nächsten großen Herausforderungen haben wir jetzt in Usseln und in Schwalefeld. Usseln steht da in der Bearbeitungsreihenfolge noch vorne an. Im Augenblick wird nachgedacht, gemeinsam
auch mit der Feuerwehr, wie wir in Usseln die Probleme in den Griff bekommen. Auch da ist das Feuerwehrhaus den heutigen Ansprüchen nicht mehr ausreichend ausgestattet. Wir müssen da unbedingt investieren und werden das auch tun. Das ist ganz sicherlich versprochen. Aber was der Jürgen Quell sagt, da habe ich tatsächlich zu ihm gesagt, es ist ja heute so, wenn wir irgendwas bauen, dann müssen wir ja nicht mehr wie früher von 500.000 oder 600.000 ausgehen. Wenn man heute irgendwas in Angriff nehmen will, dann ist man immer gleich bei 1,5 bis 2 Millionen Euro. Und ob das Straßenbau ist, ob das Gebäude sind, Dinge, die früher wirklich gut gepackt werden konnten, kosten heute ein Riesengeld. Und der Gemeindehaushalt ist mit dieser Inflation im Bauwesen nicht mitgewachsen. Und da müssen wir ganz schön in Zukunft arbeiten, um diese Dinge auszugleichen und das Niveau im Upland zu halten. Es ist nicht einfach, aber natürlich werden wir uns auch diesen Aufgaben mit Freude und Zuversicht stellen. Liebe Böhmighäuserinnen, liebe Böhmighäuser, so manchen Tag laufe ich durch unser Dörfli. Oft treffe ich viele Leute, oft wird viel erzählt. Aber auch andere Dinge fallen mir auf. Kinder spielen, gehen zur Schule, Bürger fahren zur Arbeit. Handwerker, die ihre Arbeiten in der Werkstatt verrichten. Bauern, ihre Tiere versorgen. Feriengäste, die sich erholen wollen. Und von den Feriengästen haben wir einige hier im Ort. Ältere Menschen mit Rollatoren, Kranke mit Krücken, Kinder mit Fahrrädern, junge Menschen mit Motorrädern. LKWs mit Transportgütern, die täglich in hoher Anzahl durch unseren Ort fahren. Viele Menschen wohnen hier im Ort, fühlen sich wohl und behütet. All diese Menschen wohnen hier, aber wer sorgt dafür? Wo ist der Mittelpunkt von Geselligkeit, Wärme und Hilfe? Wer sorgt für Hilfe in der Not? Machen wir uns doch einmal auch solche Gedanken. Nicht alles ist perfekt. Wo sitzt und wo steht die Hilfe bei Gefahren? An wen wenden wir uns, wenn Feuer, Wasser und dergleichen die Bewohner überraschen? Die meisten Einwohner des Ortes oder auch Feriengäste oder Durchfahrende wären in vielen Gefahren hilflos und würden den Gefahren nichts entgegensetzen können. Zum Glück gibt es die hier in Böhmighausen und Werder, hier in der Kommune Willingen. Es gibt Frauen und Männer, welche in der Freiwilligen Feuerwehr ihren Dienst versehen. Freiwillig, ohne Wenn und Aber, setzen sie ihr Leben aufs Spiel, um anderen zu helfen. Da sind viele Lehrgänge, viele Übungsabende, viele freiwillige Stunden, die sie absolvieren, um anderen Menschen in der Not zu helfen. Verehrte Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden, auch aus Nerda die herzlichsten Grüße und viele oder herzliche Glückwünsche zum neuen Feuerwehrhaus und neuen Fahrzeug. Wir freuen uns in Nerda natürlich auch sehr darüber, zumal für die Feuerwehr eine Unterkunft und gute Ausrüstung sehr wichtig ist und die Feuerwehr auch sehr wichtig für die Ortschaften in Beziehung der Dorfgemeinschaft, des Vereinslebens und der Kameradschaft sind. Durch den Zusammenschluss der beiden Einsatzabteilungen Nerda und Böhmighausen sind die Ortschaften gefühlt noch dichter zusammengerückt. Das ist wirklich vorbildlich, wie sich die Zusammenarbeit gestaltet. Es funktioniert sehr gut, die Übungsdienste sind gut besucht, die Kameradschaft wird gepflegt. Also da freue ich mich wirklich sehr und bedanke mich auch für eure Unterstützung, Zusammenarbeit, Einsatzbereitschaft. Und ich hoffe, dass das die nächste und noch eine sehr lange Zeit so anhält. Ich wünsche uns unter dem Motto, gemeinsam sind wir stark, für die Zukunft alles Gute und wünsche uns heute Abend noch einen schönen Abend mit ein paar geselligen Stunden. Bedanke mich und wünsche allen eine gute Zukunft. Danke. Sowohl kommunal wie auch im Landkreis waren außergewöhnlich und auch außergewöhnlich konstruktiv.
was es zu regeln gab, wurde geregelt, es wurde wenig geschrieben, man konnte sehr viel auf Augenhöhe lösen und das war auch ein Schlüssel für die Geschwindigkeit des Projekts. Wir haben angefangen mit den ersten Arbeiten letztes Jahr im Hochsommer und waren eigentlich bis auf die Restarbeiten im Januar im Wesentlichen durch. Dann hat es sich noch mit ein paar Malerarbeiten und ähnlichen Kleingewerken verzögert. Aber das ging nur, weil wirklich alle tapfer mitgezogen haben. Und deswegen auch mein Dank an die Gemeindevertretung, an das Bauamt der Gemeinde Willingen, an den Landkreis und auch an alle beteiligten Unternehmen und auch an die Quer hier in Böhmichhausen, die ihre Wünsche geäußert hat, konstruktiv mitgemacht hat. Und das hat das alles zu einem guten Projekt geführt. Vielen Dank. Sehr geehrter Landrat, sehr geehrter Gemeindebrandinspektor Querl, liebe Gäste, aber vor allem heute, liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden hier in Böhmichhausen und der Freiwilligen Feuerwehr Nerda. Eigentlich, oder nicht nur eigentlich, heute ist doppelt Grund zu feiern. Wo ich gekommen bin, hat mir schon jemand gesagt, man sei vielleicht um ein Fest beraubt worden, weil wir hätten ja auch zwei rausmachen können. Aber das ist schon etwas sehr Besonderes, was Sie hier heute haben, mit einem neuen Feuerwehrgerätehaus, welches Sie hier heute in Betrieb nehmen, und einem neuen Löschfahrzeug, also einem neuen TSSW-Fahrzeug, was Sie ebenfalls in Betrieb nehmen. Und dazu schon mal den herzlichsten Glückwunsch dafür, für diese tolle Ausrüstung. Und ich glaube, auch damit wird es Ihnen auch gelingen, attraktiv für einen weiteren Nachwuchs zu sein, dass die Menschen auch gerne sich in der Feuerwehr engagieren. Dafür drücke ich Ihnen auf jeden Fall fest die Daumen. Und ich freue mich natürlich auch, das haben wir eben da auch gehört, dass auch das Land Hessen entsprechend sein Obolus dazugegeben hat. Für das Feuerwehrhaus sind es 59.000 Euro, die das Land dazu gesteuert hat. Und das TSFW, was so eine Gemeinschaftsbeschaffung war, was wir auch zukünftig weiterhin machen werden, waren das knapp 48.000 Euro. Und an der Stelle dann halt auch nochmal der Dank an die Landesregierung, lieber Armin. Wir wissen, mit der Landesregierung haben wir da jemanden, der auch immer die Gelder entsprechend für das Feuerwehrwesen zur Verfügung stellt. Das ist elementar wichtig für uns, für die Region. Und von daher auch nochmal ein großes Dank Richtung Landesregierung. Ja, und die Fusion wurde eben angesprochen und ich sehe, die Fusion wird auch schon völlig gelebt. Man kann sie an der Kleidung sehen. Böhmichhausen-Nerda, alle tragen es voller Stolz. Und Sie haben ja den Prozess beschrieben und genauso muss ein Prozess laufen mit Zwang, Feuerwehren. Ich persönlich habe Sie am liebsten in jedem Ort, weil Sie den Ort lebenswert machen, weil Sie neben Ihrer Funktion für die Sicherheit auch das Vereinsleben in den Orten mitgestalten. Aber wenn man dann an den Punkt kommt, dass man nicht mehr einsatzfähig ist, dann muss man sich Gedanken machen. Und da haben Sie, liebe Damen und Herren der Feuerwehr Böhmichhausen-Nerda, sich zusammengesetzt und Ihren Auftrag nach vorne gestellt und haben gesehen, es geht darum, den Brandschutz sicherzustellen. Und da haben Sie dann völlig unkompliziert sich zusammengeschlossen. Das ist nicht selbstverständlich, von daher großen Respekt und Anerkennung für das, was Sie hier geleistet haben. Eben auch der besonderen Leistung der Kameradinnen und Kameraden Rechnung tragen soll, deshalb heute prominent zum Anlass die Landesregierung vertreten und auch der Landkreis. Und wir haben jetzt viel gehört davon, dass Wort gehalten worden ist, das stimmt. Die Gemeinde hat Wort gehalten, hat dafür gesorgt, dass jetzt das Feuerwehrgerätehaus steht, das Fahrzeug ist beschafft. Das Land hat seinen Beitrag geleistet, aber jetzt wollen wir auf die Menschen dahinter blicken, die wichtig sind dafür, dass wir tatsächlich sicheren Brandschutz haben. Ich glaube, es weiß nicht jeder, dass wir eigentlich ein außergewöhnliches Modell hier in Deutschland haben, nämlich den ehrenamtlichen Brandschutz. Der hat einen riesen Vorteil, nämlich dann, wenn wir Not haben und Hilfe brauchen, dann dauert es nicht so lange, wie das in anderen europäischen Staaten oder international üblich ist, wo das hauptamtlich organisiert wird. Und das ist insbesondere für einen flächengroßen Landkreis wie Baden-Frankenberg von essentieller Bedeutung, dass wir in der Fläche gut vertreten sind. Deshalb heute die Menschen in den Mittelpunkt gerückt und wir stellen fest, sie haben auch Wort gehalten. Wir haben es gehört, die Kameradinnen und Kameraden von Nerda und Böhmichhausen sind zusammengegangen. Sie haben sich über viele, viele Jahre engagiert in den Brandschutz eingebracht. Und auch das ist eine Besonderheit, die vielleicht nicht jeder so richtig weiß. Die Ausbildung zum Feuerwehrkameraden oder zur Feuerwehrkameradin ist genauso umfangreich und technisch versiert, wie das im Hauptamt auch ist. Also die gleichen Kriterien gelten und dafür geht es heute in besonderer Weise Dank zu sagen. Und wir werden das heute arbeitszeitig organisieren. Die ersten beiden Kameraden rufe ich nach vorne. Da wird der Minister dann entsprechend das Anzeichen entsprechend vermitteln. Ich darf mal die beiden ersten Urkunden mal zu mir bitten. Und die nächsten beiden Kameraden wird dann der
Staatsminister übernehmen. Ich darf zu mir nach vorne bitten. Herrn Dirk Wilke, ist er anwesend? Wunderbar. Ja, Herr Wilke, heute stehen Sie im Mittelpunkt mit den Kameraden, die wir heute gleichermaßen ehren wollen. Sie haben sich über viele Jahre, Jahrzehnte in den Brandschutz eingebracht und engagiert. Dafür wollen wir Ihnen heute eine besondere Verleihungsurkunde überreichen. Ich darf jetzt den Text der Urkunde verlesen. Verleihungsurkunde: Im Namen des hessischen Ministerpräsidenten verleihe ich Herrn Dirk Wilke die goldene Ehrennadel für eine langjährige Dienstzeit in einer Freiwilligen Feuerwehr aus Anlass des Übertritts in die Ehren- und Altersabteilung. Wiesbaden, 4. Mai 2024. Es zeichnet für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz Professor Dr. Roman Possek. Herzlichen Glückwunsch, und für den Übergang in die Alters- und Ehrenabteilung darf ich Ihnen natürlich auch viel Freude bereiten. Sie schauen jetzt aus der Etappe, trotzdem hoffentlich auch so engagiert für die Feuerwehrarbeit, dann auch und haben einen Blick darauf, wie es hier so weitergehen mag. Ich darf Ihnen herzlich Danke sagen und gratuliere für die hohe Auszeichnung. Kamerad, bleibt bitte noch einen Augenblick hier vorne, bis wir alle so weit vorne haben. Ich darf jetzt zu mir bitten, den Kameraden Bernhard Heinz Rummel. Auch er hat sich gleichermaßen verdient gemacht um das Feuerwehrwesen. Vielen Dank für Ihren langjährigen, engagierten Einsatz und herzlichen Glückwunsch auch für die Verleihung der heutigen Auszeichnung, die ich ebenfalls verlesen darf. Verleihungsurkunde: Im Namen des hessischen Ministerpräsidenten verleihe ich Herrn Bernhard Heinz Rummel die goldene Ehrennadel für eine langjährige Dienstzeit in einer Freiwilligen Feuerwehr aus Anlass des Übertritts in die Innenministerabteilung. Es zeichnet der Staatsminister Professor Dr. Roman Possek. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für Ihren Einsatz und für Ihre Zukunft. Alles erdenklich gut. Kein Grußwort reden, allerdings ein Satz sei mir gestattet. 4x4. Neues Feuerwehrhaus, neues Feuerwehrfahrzeug, eine Sirene und die richtigen Kameraden, die die großartige Arbeit geleistet haben über Jahrzehnte. Das ist wirklich eine Lebensleistung, die da zustande gekommen ist. Nun sitzt dann auch ausgerechnet 4, die heute geehrt werden. Ich finde, das fühlt sich gut. 4x4, das ist im Grunde genommen fast wie ein Kartenspiel, aber das sind alles Asse. Insofern, das kann man, glaube ich, schon mal vor die Klammer setzen. Deswegen werde ich, weil ich derjenige bin, der jetzt zwischen der Feierlichkeit und ihm stehe, sozusagen, auch sofort zur Tat schreiten. Und jetzt darf ich zu mir bitten, Herr Jörg Kasper. Und lieber Herr Kasper, auch hier die Verleihungsurkunde. Im Namen des hessischen Ministerpräsidenten verleihe ich Herrn Jörg Kasper die goldene Ehrennadel für eine langjährige Dienstzeit in einer Freiwilligen Feuerwehr aus Anlass des Übertritts die Ehrenmann-Altersabteilung, auch hier unterzeichnet von Herrn Professor Roman Possek, unserem neuen hessischen Innenminister. Alles Gute, Dank, Respekt und große Anerkennung. Ja, Leon Jarowski.
lieber Herr Jarowski, Verleihungsurkunde im Namen des hessischen Ministerpräsidenten verleihe ich Herrn Georg Jarowski die goldene Ehrennadel für eine langjährige Dienstzeit in einer freiwilligen Feuerwehr aus Anlass des Übertritts in die Ehren- und Altersabteilung. Roman Poseck, hessischer Innenminister. Alles Gute, großen Dank und Respekt für Ihre großartige Tätigkeit. Ich höre gerade, ist nicht da. Diese drei werden heute zur Oberfeuerwehrfrau und Oberfeuerwehrmann befördert. Ich darf da mal stellvertretend eine Urkunde vorlesen. Urkunde: Frau Silvia Pöttner, wohnhaft in 34508 Willingen-Uppland am Berghof 12, wird mit Wirkung vom heutigen Tage zur Oberfeuerwehrfrau der Freiwilligen Feuerwehr Böhmighausen-Nerda befördert. Die Beförderung wird in Erwartung vollzogen, dass sie auf weiteren ihren Freiwilligen Dienst gegenüber demnächst und zum Wohle der Gemeinde ausführen. Willingen-Uppland, den 4.5.24, Jürgen Querl, Gemeinde Brandinspektor und Wehrführer Achim Schuppe. Der gerade frisch vom Maschinistenlehrgang kommt, den auch bestanden hat. Da liegt die Bescheinigung. Und Lukas Schuppe wird zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Und Hauptfeuerwehrmann kann also nur der werden, der auf Kreisebene alle Lehrgänge absolviert hat. Das hat er jetzt mittlerweile heute dann mit dem letzten Lehrgang, dem Maschinistenlehrer, geschafft. Und ich darf auch hier nochmal die Urkunde vorlesen. Herr Lukas Schuppe, wohnhaft in 3458 Willingen-Uppland zu Padberg 15, wird mit Wirkung vom heutigen Tag zum Hauptfeuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Böhmighausen befördert. Die Beförderung wird in Erwartung vollzogen, dass Sie auch weiterhin Ihren freiwilligen Dienst gegenüber dem Nächsten und zum Wohle der Gemeinde ausführen. Jürgen Querl, Gemeinde Brandinspektor und Achim Schuppe, Wehrführer. Leute zum Löschmeister befördert. Lukas hat... Florian hat den Gruppenführerlehrgang in Kassel der Hessischen Landesfeuerwehrschule mit Erfolg bestanden. Und da wir ja auch hier in Nerda, Böhmighausen, dann auch Führungskräfte brauchen, wo er von dem nächsten stellvertretenden Wehrführer übernehmen wird hier, und dieser Lehrgang ja Gruppenführerlehrgang Pflicht war, wird er so heute zum Löschmeister befördert. Und ich lese auch deine Urkunde nochmal vor. Herr Florian Schulze, wohnhaft in 34508 Dorfstraße 11, wird mit Wirkung vom heutigen Tag zum Löschmeister befördert. Die Beförderung wird in Erwartung vollzogen, dass Sie weiter in Ihrem freiwilligen Dienst gegenüber dem Nächsten und zum Wohle der Gemeinde ausführen. Jürgen Querl, Gemeinde Brandinspektor, Achim Schuppe, Wehrführer. Lukas, finde ich eine ganz tolle Sache, dass du gesagt hast. Aber du weißt ja, wer gemeint ist. Fand ich jetzt eine ganz tolle Sache. Du hast es zugesagt, hast du auch durchgezogen, die ganzen Dinge, die du jetzt brauchst. Und ich hoffe dann auch, dass du in deinem Amt denn als Führungskraft hier in der Freiwilligen Feuerwehr auch das nötige Geschick an den Tag legst und immer weise Entscheidungen triffst, dass auch die Einsätze dementsprechend gut ablaufen. Nochmal herzlichen Glückwunsch und mach weiter so. Ne?